Hallo Leute, heute geht es mal um einen Schlüsselanhänger. Also nicht um den USB-Stick, der hier dran hängt, sondern um diesen Schlüsselanhänger. Ich beleuchte das jetzt gerade mit zwei Taschenlampen schön. Dieser Schlüsselanhänger ist was Besonderes. Ihr seht es vielleicht jetzt schon. Ich werde nachher ein Bild vorne dran hängen über diesen Schlüsselanhänger. Der Schlüsselanhänger ist was Besonderes. Arbeitskollege von mir, habe ich es auch erzählt mit dem Schlüsselanhänger. Der ist, weiß nicht, wie man das nennen soll, Angler. Und ich habe ein ganz tolles Video darüber gesehen, dass das Leute statt einem Knicklicht verwenden. Ich benutze ihn wahrscheinlich hauptsächlich zum Sachen markieren. Also sprich eine Taschenlampe hinten hin machen als Schlüsselanhänger. Wenn wir ein bisschen wegsehen. Also meistens haben die Taschenlampen hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ein Karabiner oder ein Bändel dran. Wenn man Zelten tut, ist ganz oft, oder hier jetzt an dem USB-Stick, dass man den in dunklen Räumen, also ich habe in meinem Raum jetzt wirklich dunkel, werdet ihr nachher auch gleich merken, wenn ich die zwei Taschenlampen ausschalte. Ich benutze meinen schwarzen, herkömmlichen Laptop-Tisch, in diesem Video, und ich werde euch jetzt gleich die Besonderheit zeigen, dass ihr seht, wie hell der ist. Ich kann jetzt auch mal näher hinzoomen. Ich weiß nicht, ob man die Aufschrift lesen kann. Ich kann es mal nach oben klappen. Es wird nachher in der Videobeschreibung stehen. Ihr seht jetzt wahrscheinlich schon am Rand so kleine orangenen. Also er leuchtet, das verrate ich euch jetzt. Ich werde ihn zum Markieren verwenden von Gegenständen. Ich habe jetzt halt einfach mal einen USB-Stick rangehängt. Man kann ihn an der Leine hängen, man kann ihn an eine Taschenlampe hängen. Ich werde ihn an eine Taschenlampe hängen, dass man es im Zelt oder in sonstigen Gegenständen besser findet. Also wenn man einen Rucksack wühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er an der Sonne liegen soll. Ich hatte ihn heute, im letzten Tag hatte ich ihn immer im hellen Raum rumliegen. Da hat er 12 Stunden gehalten. Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen beleuchtet, aber ich hatte ihn auch einen halben Tag in der Hosentasche, bin vorher heimgekommen. Habe ihn da, und von Freunden habe ich auch schon gehört, sie wollen wissen, wie hell das Teil ist. Jetzt werden wir mal einen kleinen Test darüber machen. Ich finde ihn ganz gut. Gerade weil er nicht ganz so giftig ist wie die normalen Leuchtsticks. Die normalen Leuchtsticks, die sind mit Radioaktivität, also da ist ein Gas drin, Radioaktivität, dass das Gas zum Leuchten anregt, 10 Jahre. Die 10 Jahre für den Preis ist ganz okay, aber es ist Radioaktivität drin. Und in diesem hier, ich weiß nicht genau, was da drin ist, er ist auf jeden Fall nicht radioaktiv, er ist aber auch nicht gesund, also man darf ihn nicht hier so abschlecken oder so. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen konntet, aber egal, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich mal eher nett, aber egal. Entschuldigung, ich habe hier noch Staub entdeckt. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich die zwei Lichter ausschalte. Ihr werdet jetzt schon sehen, wenn ich mit der Kamera hingehe, das Ding leuchtet wunderschön. Also, ich finde das der Hammer für ein... Oh, sorry, jetzt bin ich aus der Kamerabereich rausgefahren. Aber ich finde das schon mal der Hammer. Das ist jetzt nur über die Kamera und ich habe wirklich komplett dunkel. Er lässt jetzt leicht an Leuchtkraft nach. Also gut, ich könnte einen Computerbildschirm noch ausmachen. Dann ist es vielleicht noch dunkler. Aber ich finde das schon der Hammer. Wie hell der jetzt leuchtet. Nur die kurze Zeit am Licht. Ich werde noch schön meinen Bildschirm ausmachen. Jetzt ist es noch dunkler. Ähm,
Gut, eine Kamera nimmt normalerweise wenig Licht gar nicht wahr, also dafür ist es sehr hell. Das ist jetzt auch nicht die volle Leuchtstärke, das ist jetzt, ja, ich hatte ihn jetzt wirklich fast die ganze Zeit in der Hosentasche. Oh, meine Kamera kann ich scharf stellen. Okay, also, ich finde den der Hammer. Ich werde jetzt einen kleinen Besuch machen, indem ich jetzt, also, ich habe noch einen Stein, der auch leuchten soll. Den lege ich jetzt einfach mal daneben. Ihr seht, da seht ihr gar nichts in der Kamera. Der liegt der ganze Tag am Licht. Also, jetzt seht ihr ihn, wenn ich jetzt ausmache, der Stein verschwindet sofort wieder. Und, ja, ihr seht, das Ding leuchtet wirklich hell. Ich kann jetzt sogar ein Bild davon machen. Also ich kann hinzoomen, wenn sie scharf stellt. Sie braucht ein bisschen. Also, da seht ihr schon, das Ding ist ganz schön hell. Ja, also, ich habe jetzt leider keins da, aber ich werde vielleicht mal noch ein Knicklicht besorgen, daneben legen. Aber es ist wirklich so hell wie ein Knicklicht. Und umso dunkler es ist, umso mehr wird es auch wahrgenommen. Aber ich werde es jetzt einfach mal ich werde es vorne ans Video anhängen, wie das Ding heißt. Und auch im Videonamen erwähnen, natürlich, dass ihr es findet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, ciao. Also, wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich ihn nochmal mit einer hellen Lampe angeleuchtet. Ja, er geht noch heller. Ja, ich habe euch erzählt, dass er heute fast die ganze Zeit in meiner Hosentasche war. Also, wenn ihr das Ding wirklich in die Sonne legt, das ist der Hammer. Und das bleibt jetzt 12 Stunden leuchtend. Also, ich werde es mal testen, wenn ich ihn wirklich den ganzen Tag in der Sonne lege, wie hell er dann tatsächlich wird. Aber ihr seht es zum Vergleich zu so einem komischen Stein hier, den seht ihr eigentlich gar nicht, nur wenn er ganz neben dem Licht liegt. Schau, wenn ich das Ding wegnehme, seht ihr ihn gar nicht, und das soll ein Leuchtstein sein, der lag der ganze Tag am Licht. Also zum Schlüsselloch finden oder so lang das Ding wirklich. Ja, ihr seht jetzt über das Video, es ist der Hammer. Ich werde es mal, ja, ich poste es euch. Seht ihr, es ist wirklich hell. Oh, meine Kamera, ja, egal. Die ist ein bisschen wackelig auf dem Stativ. Und dass man es auf der Kamera überhaupt sieht, muss es schon sehr hell sein. Also danke fürs Zuschauen. Ciao.